Seemann-Effekt. Betrachtet man die Spektrallinien eines Materials, so kann man die einzelnen Emissionslinien zumeist klar voneinander trennen. Sie treten als einzelne farbige Linien im Emissionsspektrum auf. Das Gegenteil wären die Absorptionslinien eines Materials. Diese nimmt man als einzelne schwarze Streifen im farbigen Spektrum wahr. Bringt man das emittierende Material in ein starkes Magnetfeld, so kommt es zur Aufspaltung der Emissionslinien. Statt einer einzigen Wellenlänge werden nun mehrere Wellenlängen beobachtet. Das ist der sogenannte Seemann-Effekt. Dieser Effekt wurde bereits 1896 vom niederländischen Physiker Pieter Seemann entdeckt, wofür er nur 6 Jahre später den Nobelpreis erhielt. Zur Erklärung wurde 1925 die Hypothese des Elektronenspins eingeführt. Das Experiment besteht aus einer Magnetspule, in deren Mitte sich eine Cadmiumlampe befindet. In einem der Polschuhe befindet sich ein Loch, durch welches das Licht in den optischen Aufbau geleitet wird. Die Magnetspule ist drehbar gelagert, so dass man das Licht der Cadmiumlampe aus einer Blickrichtung parallel oder senkrecht zu den magnetischen Feldlinien beobachten kann. Der optische Aufbau besteht aus 2 Linsen, einem Fabry-Perot-Interferometer bzw. Etalon und, optional, einem linearen Polarisationsfilter. Außerdem kann ein Farbfilter in den Strahlengang eingesetzt werden, um bestimmte Emissionslinien zu selektieren. Wir nutzen einen Rotfilter, betrachten also nur die rote Spektrallinie des Cadmiums. Bei einer Wellenlänge Lambda ist gleich 643,8 Nanometer. Der Strahl wird auf eine Kamera fokussiert. Das dort zu beobachtende Interferenzbild wird auf einem Monitor dargestellt. Solange kein Strom durch die Spule fließt, zeigt das Interferenzbild der Kamera mehrere gut getrennte Interferenzringe. Zunächst beobachtet man das Licht transversal zur Richtung der magnetischen Feldlinien. Es wird also das Licht zwischen den beiden Polschuhen in den optischen Aufbau geleitet. Wird nun der Strom durch die Spule und damit das Magnetfeld erhöht, beobachtet man, dass sich jeder Ring im Interferenzbild in jeweils 3 Ringe aufspaltet. Es entsteht ein Linientriplett. Dabei bleibt ein Ring unverändert, die beiden anderen liegen in gleichem Abstand mit kleinem Radius weiter innen und mit größerem Radius weiter außen. Bringt man einen linearen Polarisationsfilter in den Strahlengang und dreht seine Polarisationsrichtung senkrecht zum Magnetfeld, so beobachtet man nur noch die beiden aufgespaltenen Ringe. Dreht man den Polarisationsfilter parallel zum Magnetfeld, so beobachtet man nur noch den ursprünglichen Ring. Das Licht der 3 Ringe ist also linear polarisiert. Nun rotiert man den Elektromagneten um 90 Grad und beobachtet das Licht longitudinal, also parallel zur Richtung der magnetischen Feldlinien. Es wird das Licht durch das Loch im Polschuh in den optischen Aufbau geleitet. Wird nun der Strom durch die Spule und damit das Magnetfeld erhöht, beobachtet man, dass sich jeder Ring im Interferenzbild in jeweils 2 Ringe aufspaltet. Es entsteht ein Liniendoublett. Der ursprüngliche Ring verschwindet, während die beiden neuen Ringe in gleichem Abstand zum ursprünglichen Ring mit kleinem Radius weiter innen und mit größerem Radius weiter außen liegen. Bringt man einen Polarisationsfilter in den Strahlengang und dreht seine Polarisationsrichtung horizontal oder vertikal, so stellt man fest, dass das Licht dieser beiden Ringe unverändert bleibt. Es ist also nicht linear polarisiert. Mit einem Zirkularpolarisationsfilter ließe sich zeigen, dass das Licht dieser beiden Ringe in entgegengesetzte Richtung zirkular polarisiert ist. Das kann hier leider nicht gezeigt werden. Das hier beobachtete Phänomen ist der sogenannte normale Seemann-Effekt. Dieser tritt nur bei Übergängen zwischen atomaren Zuständen mit dem Gesamtspin S ist gleich 0 auf. Der Gesamtdrehimpuls J ist gleich L plus S eines Zustandes ist dann ein reiner Bahndrehimpuls. J ist gleich L. Somit ist das magnetische Moment der Atome Vektor μ j gleich μ b durch h quer mal Vektor j mit dem Bohrschen Magneton μ b ist gleich minus h quer e durch 2 m e. Die Wechselwirkung des magnetischen Moments μ j mit dem äußeren Magnetfeld b ist mit der potenziellen Energie e pot ist gleich minus Vektor μ j mal Vektor B ist gleich minus μ j z mal B ist gleich minus μ B durch h quer mal j z mal B verknüpft.
Die Drehimpulskomponente in Magnetfeldrichtung kann die Werte JZ ist gleich MJ H quer mit MJ ist gleich J, J minus 1 bis minus J annehmen. Somit spaltet der Term mit dem Drehimpuls J in 2J plus 1 äquidistante Komponenten mit unterschiedlichen MJ-Werten auf. Der Energieabstand benachbarter Komponenten beträgt Delta E Pot ist gleich μ B mal B. Die Energieniveaus liegen also insgesamt bei E Pot ist gleich minus MZ μ B mal B. Wir beobachten den normalen Sehmann-Effekt an der roten Spektrallinie des Cadmiums. Lambda ist gleich 643,8 Nanometer. Sie entspricht dem Übergang 1D2 mit J ist gleich 2 und S ist gleich 0 nach 1P1 mit J ist gleich 1 und S ist gleich 0 eines Elektrons der fünften Schale. In einem Magnetfeld spaltet das Niveau 1D2 in 5 und das Niveau 1P1 in 3 Komponenten mit dem jeweiligen Abstand μB mal B auf. Es treten jeweils 3 Übergänge mit Delta MJ ist gleich minus 1 und 3 Übergänge mit Delta MJ ist gleich 0 und 3 Übergänge mit Delta MJ ist gleich plus 1 auf. Übergänge mit gleichem Delta MJ geben Licht der gleichen Wellenlänge ab. Das Licht der Übergänge mit Delta MJ ist gleich minus 1 hat um μB mal B niedrigere Energie. Das Licht der Übergänge mit Delta MJ ist gleich plus 1 hat um μB mal B höhere Energie. Polarisation. Die unterschiedlichen Polarisationen der Emissionslinien können anhand der klassischen Vorstellung von Elektronen erklärt werden. Schwingt ein Elektron in einem Magnetfeld, so kann die Bewegung in die dreier Ersatzelektronen zerlegt werden. Ersatzelektron 1 entspricht dabei der Elektronenschwingung parallel zum äußeren Magnetfeld. Das Magnetfeld hat keinen Einfluss auf diese Schwingung. Das Elektron schwingt somit parallel zum Magnetfeld B mit konstanter Frequenz und unbeeinflusst vom äußeren Magnetfeld. Das von diesem Elektron emittierte Licht ist linear polarisiert und parallel zum Magnetfeld. Die Schwingung senkrecht zum Magnetfeld kann durch die Ersatzelektronen 2 und 3 in zwei entgegengesetzt zirkulare Oszillationen zerteilt werden. Da diese Anteile senkrecht zum Magnetfeld schwingen, werden sie von der Lorentzkraft beeinflusst. Dabei wird eine zirkulare Oszillation im Magnetfeld beschleunigt, während die andere abgebremst wird. Dadurch kommt es zu einer Energiedifferenz zwischen den drei verschiedenen Oszillationen. Hierbei entspricht der Energiezuwachs der beschleunigten Oszillation genau dem Energieverlust der gebremsten Oszillation, wodurch es zu einer symmetrischen Aufspaltung der Energieniveaus kommt. Das von diesen beiden Elektronen emittierte Licht gibt senkrecht zum Magnetfeld linear polarisiertes Licht ab, dessen Polarisation senkrecht zum Magnetfeld steht. Parallel zum Magnetfeld geben die beiden Elektronen rechts bzw. links zirkular polarisiertes Licht ab. In transversaler Ansicht ist somit Licht zu beobachten, das die Ersatzelektronen 1, 2 und 3 abgeben. Das Licht von Elektron 1 ist parallel zum Magnetfeld linear polarisiert, das der Elektronen 2 und 3 senkrecht zum Magnetfeld linear polarisiert. In longitudinaler Ansicht ist nur Licht der Ersatzelektronen 2 und 3 zu beobachten. Ihr Licht ist in jeweils entgegengesetzter Richtung zirkular polarisiert. Beim allgemeinen Fall des anormalen Sehmann-Effektes ist neben dem Gesamtbahndrehimpuls auch noch der Gesamtspin zu berücksichtigen. Aufgrund der unterschiedlichen Landé-Faktoren für den Bahndrehimpuls von GL ist gleich 1 und für den Spin von GS ist gleich 2, stehen in diesem Fall der Gesamtdrehimpuls und das resultierende gesamtmagnetische Moment nicht mehr antiparallel. Dadurch spalten die Energieniveaus in mehrere Komponenten auf. Die Größe der Aufspaltung ist nicht mehr für alle Niveaus gleich. In den Übergängen sind also mehr Linien zu sehen. Der bereits 1896 entdeckte Sehmann-Effekt zeigt die Aufspaltung von atomaren Energieniveaus bzw. von Spektrallinien bei Einwirkung eines äußeren Magnetfeldes. Zur Erklärung wurde 1925 die Hypothese des Elektronenspins eingeführt.